Hallo und danke fürs Vorbeikommen. Auf jeden Fall ist immer wieder schön, so ein bisschen fast nach Hause zu kommen. Und ich freue mich, dass ich so oft hier sein kann. Und dieses Jahr geht es um ein nicht ganz so unterhaltsames Thema wie Tassenversteigerungen. Es geht um Bezahlkarten oder wie ich sie lieber nenne, Kontrollkarten. Und ich will versuchen, so in den nächsten paar Minuten so ein bisschen einen Überblick zu geben, was ist das eigentlich und warum muss das weg und was können wir dagegen oder dafür tun, dass das wegkommt. So, erstmal so ein bisschen zur Frage, okay, was sind Bezahlkarten? Wir hören irgendwie seit ungefähr einem Jahr immer wieder, dass Bezahlkarten eingeführt werden sollen und eingeführt werden. Und der Begriff ist relativ politisch aufgeladen. Erstmal ist eine Bezahlkarte eigentlich nur sowas wie eine Prepaid-Karte. Das heißt, eine guthabenbasierte Karte, zu der kein dediziertes eigenes Konto gehört, die Leute nicht überziehen können und mit der sie eben bargeldlos Dinge bezahlen können. Jetzt fragt man sich vielleicht auch erstmal, warum wollen denn Leute Geflüchteten überhaupt Bezahlkarten geben und haben die kein eigenes Konto? Dazu muss man wissen, es gibt in Deutschland seit, ich glaube, 2016 ein Recht darauf, ein sogenanntes Basiskonto zu haben. Das ist ein Konto, das Banken Menschen nicht verwehren können, solange sie noch kein anderes bei einer anderen Bank haben. Das eben auch für Menschen offen stehen soll, die beispielsweise keine feste Wohnanschrift haben, Menschen, die keinen deutschen Pass haben, die in Deutschland angekommen sind oder auch beispielsweise Menschen mit Schufa-Einträgen, die es eben schwierig machen, bei Banken in Anführungszeichen normale oder vollwertige Kontos zu eröffnen. Das heißt, Menschen, die nach Deutschland kommen und geflüchtet sind, haben eigentlich alle Anspruch auf ein solches Basiskonto, nur dauert es eben relativ lange, beziehungsweise zu lange, wenn man gerade angekommen ist, dass das eingerichtet wird, weil da natürlich noch so die üblichen Finanzinstitutsprozesse dranhängen. Und dann war mal eine Idee, okay, Bezahlkarten auszugeben, um diesen Zeitraum zu überbrücken. Das ist eine Idee, an der es erstmal nichts Schlechtes, aber dann ist Politik passiert, unter anderem Markus Söder in Bayern. Und die eigentliche Zielsetzung von Bezahlkarten, die mal zugrunde lag, ist ziemlich, ich würde sagen, pervertiert worden. Wir finden im Gesetzentwurf zu den Bezahlkarten die eigentliche auch Verwaltungszielsetzung. Die war nämlich, okay, wir wollen Barauszahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das sind die Leistungen, die eben Menschen, die einen Asylantrag stellen, bekommen, weiter einschränken und den Verwaltungsaufwand minimieren. Und das ist ein relativ nachvollziehbares Ziel, weil wenn wir eine Barauszahlung haben, da geht es noch nicht um über Bargeld verfügen können, dann, sondern da geht es um den Auszahlungsprozess, dann haben die Kommunen dann ziemlich einen Rattenschwanz an Dingen dran, die sie beachten müssen. Das heißt, natürlich müssen sie irgendwie dieses Bargeld, was sie an die Leute ausgeben, bei sich erstmal haben und auch entsprechend sichern. Und die Menschen kommen dann eben meistens am Anfang des Monats, um dieses Geld abzuholen, was für die Kommunen relativ aufwendig sein kann, weil sie teilweise dann auch noch so Security-Personal brauchen und dieses Geld irgendwie gesichert aufbewahren müssen. Das heißt, die Kommunen irgendwie sagen, aus nachvollziehbaren Gründen mit Bargeld zu hantieren, das finden wir irgendwie nicht gut und noch nicht jede Person hat ein Konto. Das heißt, wir brauchen irgendeine Möglichkeit. Das ist erstmal das, was im Gesetz steht. Die Frage ist aber, worum geht es eigentlich in der politischen Diskussion wirklich und womit wurde das der Öffentlichkeit gegenüber begründet? Dann haben wir das FDP-Präsidium, das vor ungefähr einem Jahr proklamiert hat, sie wollen einen entscheidenden Pull-Faktor für die sogenannte illegale Migration nach Deutschland schwächen. Und ein Pull-Faktor, das ist zumindest in diesem ziemlich veralteten Modell von Pull- und Push-Faktoren etwas, das Menschen nach Deutschland zieht. Das heißt, ein Grund für Menschen, die auf der Flucht sind, speziell nach Deutschland zu kommen. Und dann gibt es noch sogenannte Push-Faktoren. Natürlich sind das dann eben Gründe wie in dem Land, aus dem sie kommen, herrscht Krieg und Verfolgung, Gründe wie Arbeitslosigkeit oder auch ökologische Gründe von mein Land, in dem ich eigentlich bin, säuft einfach ab und existiert gar nicht mehr. Das Problem an diesem ganzen Pull- und Push-Faktor-Modell ist, dass es eigentlich vor allem für populistische Zwecke genutzt wird und seit den 80ern, das heißt schon eine ziemlich lange Weile, stark in Frage gestellt wird, weil eben die Gründe oder dieses mehr oder weniger auf einer Ebene verlaufende Modell von irgendwas schiebt die Leute aus ihren Herkunftsländern weg und irgendwas zieht sie irgendwo anders hin,
ziemlich stark simplifiziert ist. Und so Zusammenhänge wie, okay, wie läuft das mit, ich kenne bereits Leute in irgendeinem Land oder ich habe da vielleicht sogar einen familiären Rückhalt und andere Dinge nicht berücksichtigt wird. Ironischerweise hat das deutsche Innenministerium das 2020 noch genauso gesehen. Da hat nämlich Bayern schon mal die Idee gehabt, wir machen Bezahlkarten, um Leute abzuschrecken. Und da hat dann in der Stellungnahme aus dem Innenministerium damals noch unter Horst Seehofer wurde eben gesagt, es gibt eigentlich nicht wirklich seriöse Forschung, die irgendwie sagt, dass Sozialleistungen jeglicher Art überhaupt einen entscheidenden Einfluss auf Migrationsentscheidungen haben. Das heißt, so dieses ganze Gewese von, man muss irgendwie es Leuten möglichst unbequem machen, so wenn man mal alle anderen Gründe, die dafür und dagegen sprechen, außer Acht lässt, ist einfach totaler Bullshit. Das heißt, worum geht es eigentlich? Es geht vor allem um Abschreckung und Leuten zu zeigen, wir wollen euch hier nicht, und es geht um Kontrolle. Und warum geht es um Kontrolle und wie lässt sich diese Kontrolle mit diesen eigentlich erstmal Prepaid-Karten, wenn wir nichts weiteres hinzufügen, denn durchsetzen? Es geht zum einen um Kontrolle über das Konsumverhalten der Personen. Und da hat sich auch, Markus Söder kommt vielleicht noch ein paar Mal öfter vor, Markus Söder ganz am Anfang der Diskussion hingestellt und gesagt, ja, Leberkäse sollen die Leute kaufen können, Alkohol aber nicht. Das heißt, es ging eben darum zu sagen, es gibt gute Dinge, die ihr mit eurem Geld, das ihr habt, also wenn wir über Geld reden, dann reden wir nicht über besonders viel Geld, sondern über Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind teilweise für Menschen, die noch in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, so bis zu 200 Euro im Monat. Das heißt, wir reden nicht über große Beträge, sondern wir reden über relativ wenig Geld. Wir wollen jetzt auch noch bestimmen, was ihr damit kaufen könnt. Diese Forderung von Söder war relativ schnell vom Tisch, weil es auch technisch totaler Quatsch ist. Was aber geht, ist, man kann auf diesen Karten einschränken, bei welchen Händlerkategorien Leute einkaufen können. Das funktioniert, weil es diese sogenannten Merchant Category Codes gibt, die von den großen Kreditkartenherstellern vergeben werden und wo es relativ viele Bereiche von Händlern gibt. Das heißt, wir sehen da nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Wir sind da schon bei der Nummer 5192 für Händler, die beispielsweise Bücher und Zeitungen verkaufen oder die Blumen verkaufen oder Farbe verkaufen. Das heißt, es gibt auch einen für Schneemobile und so. Also das heißt, es gibt irgendwie sehr, sehr viele dieser Codes und die lassen sich technisch ausschließen. Das heißt, wenn eine Person mit einer Bezahlkarte dann an so ein Kartenterminal geht, dann sagt die Karte hier nicht. Das ist aber in der Realität eigentlich auch totaler Quatsch, weil der Großteil der Händler über so einen sehr allgemeinen Code läuft. Das heißt, wir haben so den allgemeinen Lebensmitteleinzelhandel, der diese Codes hat und in dem kriege ich dann eben auch alles. Das heißt, irgendwie, wenn ich irgendwie bei Netto, da kann ich Alkohol kaufen, da kann ich irgendwie seltsame Aktionswaren kaufen und irgendwie Bücher und irgendwie Blümchen und alles Mögliche. Das heißt, für den Großteil der Dinge ist das vollkommen irrelevant. Was damit aber machbar ist, ist beispielsweise den Leuten zu verwehren, Geldtransaktionsdienste in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn ich zu sowas wie Western Union gehe, womit ich Geld übertragen kann, dann kann ich das ausschließen. Und das ist so der zweite große Punkt. Es geht auch um Kontrolle über Geldtransfers. Das heißt, eines der proklamierten Ziele, wenn man unserer aktuellen Innenministerin glaubt, ist, dass sie dem menschenverachtenden Geschäftsmodell von Schleppern und Schleusern Schranken setzen will. Und das Bittere an Bezahlkarten ist, da werden immer so diese ganzen Argumente in den Raum geworfen, die aber überhaupt nicht belegbar sind. Das heißt, wir haben überhaupt keine Belege dafür, dass Menschen, die hier Asylbewerberleistungen beziehen, Erinnerung, es ist sehr wenig Geld, überhaupt signifikant Geld in Herkunftsländer übertragen. Und wir haben erst recht keine Belege dafür, dass dieses Geld dann für Schlepper und Schleuser genutzt wird, weil es ja nicht so ist, wenn ich einen Schlepper und eine Schleuser in Anspruch nehme, um die von unter anderem der Bundesregierung verantwortete, abschreckende und menschenfeindliche Migrationspolitik und diese ganzen Grenzen zu überwinden, die erst Leute dazu bringen, diese Schlepper und Schleuser zu brauchen, weil es ja keine freiwillig macht, dann ist es ja nicht so, dass ich denen sage, Mensch, hier, wenn ich jetzt irgendwie in Deutschland bin und dann kriege ich das Geld und dann überweise ich dir das in Raten zurück. Das ist ja nicht die Art und Weise, wie das funktioniert, sondern die Belege oder die
Zahlen, die man hat, sagen, okay, vor allem Menschen, die in Deutschland sind und hier mittlerweile Arbeit haben, die überweisen teilweise Geld eben in ihre Herkunftsländer, um dagebliebene Familien zu finanzieren oder eben auch, um Schulden bei denen zurückzuzahlen, die sie eben gemacht haben, um ihre Flucht nach Deutschland zu finanzieren. Das heißt, man hat eigentlich ein selbstgeschaffenes Problem durch die Politik und die Abschottungspolitik vor allem der EU, dass es eben Schlepper und Schleuser braucht, die man selbst befördert. Und dann will man, indem man es den Menschen noch schwerer macht, diesem Geschäftsmodell, wie sie es nennen, eine Schranke vorsetzen, wofür es überhaupt keine Belege gibt. Eine weitere Kontrollmöglichkeit, die sich durch diese Karten ergibt, ist eine Kontrolle über den Aufenthaltsort der Personen. Das heißt, es gibt ja Personen, die haben eine sogenannte Residenzpflicht, das heißt, die dürfen zum Beispiel einen Landkreis nicht verlassen und mit diesen Karten kann ich das weiter durchsetzen, weil wenn ich mit der Karte kein signifikantes Bargeld abheben kann, sondern nur unbar bezahlen kann, dann kann ich mich eben auch nicht außerhalb dieses Radiuses bewegen und bin darauf angewiesen, in diesem Radius meine notwendigen Käufe zu tätigen. Das Ganze kann man dann nochmal komplett pervertieren, indem man es ausdrückt wie einer der Hersteller solcher Karten. Man kann nämlich damit zielgerichtet die örtliche Wirtschaft stärken. So, finde ich ein hartes Zitat. So. Und als diese ganze Diskussion losging, so Mitte, Ende 2023, hat sich irgendwie keiner daran erinnert, dass wir die ganze Idee aus den 90ern eigentlich schon kennen. Weil in den 90ern wurden Bezahlkarten schon mal eingeführt in mehreren deutschen Städten und sie sind komplett gescheitert. Das heißt, es gab vor allem in Berlin, aber auch noch in 3, 4 anderen Städten Modellversuche. In Berlin war das, glaube ich, ab 1998, wo Bezahlkarten an geflüchtete Personen ausgegeben wurden und das Ganze lief komplett gegen die Wand, weil zum einen die Karten großteils nicht akzeptiert wurden. Es gab dann in Berlin weit irgendwie 70 Geschäfte, die angenommen haben. Die Leute mussten weite Wege zurücknehmen. Es gab dann aber auch so Betrugsmodelle, wo dann eben sich findige Händler ausgedacht haben, okay, wir tauschen gegen Bargeld zurück und nehmen den Leuten irgendwie horrende Gebühren ab, weil sie eben in einer krassen Notsituation sind. Und es kam eben zu einer krassen Stigmatisierung der Personen, wenn die Karte nicht funktioniert hat und aber auch, weil man damals gesagt hat, die Leute sollen mit diesen Karten keine Zigaretten kaufen dürfen, die Leute sollen mit diesen Karten keinen Alkohol kaufen dürfen, sondern nur Dinge des täglichen Bedarfs. Und dann gab es so Szenen, dass man an der Kasse mit Verkäuferinnen darüber diskutieren musste, ob jetzt ein Kochtopf ein Ding des täglichen Bedarfs ist oder eben auch nicht. Und am Ende ist das ganze Ding dann mehr oder weniger gestorben, stückweise in den verschiedenen Berliner Bezirken, weil der Verwaltungsaufwand dafür einfach zu hoch war. Es gab auch damals schon den sogenannten antirassistischen Einkauf, wo vor allem, glaube ich, damals Berliner WGs für Leute mit diesen Karten eingekauft haben und dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt unseren Wochengroßeinkauf, treffen uns einmal die Woche vor folgendem Supermarkt und am Ende geben wir quasi das, was wir von deiner Karte gekauft haben, dir als Bargeld wieder. Da gab es dann auch so schöne Tipps, wo es irgendwie gerade den Bio-Kaffee im Angebot gibt, damit man sich damit irgendwie eindecken kann und eben mit nicht ganz so günstigen Waren, halt mit möglichst wenig Volumen, das man dann auch nach Hause schleppen muss, das meiste Bargeld dann zurücktauschen kann. Das heißt, es war damals auch schon komplett sinnlos, weil sich das System umgehen ließ und es haben sich glücklicherweise dann auch relativ schnell solidarische Initiativen gefunden, die genau das getan haben. Aber was in den 90ern war, hat man einfach wieder vergessen und dann hat man gesagt, okay, im November 2023 haben sich die Ministerpräsidenten darauf geeinigt, dass es eine Bezahlkarte geben soll, um die Barauszahlungen bei den Kommunen zu reduzieren und den Verwaltungsaufwand zu senken und man sich dann irgendwie so ein Modell erarbeitet. Einige sind dann vorgeprescht und haben nicht auf das Modell zum 31. Januar gewartet, unter anderem Hannover. Hannover hat schon im Dezember 2023 so eine Karte eingeführt, die sogenannte Social Card, aber auf eine tatsächlich relativ gute Art und Weise, weil Hannover hat damit keine Beschränkungen verbunden. Das heißt, Hannover hat gesagt, okay, wir geben diese Karte aus, da ist irgendwie dieses Geld drauf und mit diesem Geld können Menschen dann Bargeld abheben. Das heißt, wir haben das Bargeld nicht mehr bei uns auf den Ämtern und müssen das irgendwie sichern und irgendwie verwalten und irgendwie dann den Leuten einzeln ausgeben, sondern die Leute gehen zum Geldautomaten und ziehen sich von diesem Geldautomaten so viel Bargeld, wie sie wollen oder auch nicht wollen. Den Rest können sie mit Karte zahlen und fertig. Dann gab es das Gegenmodell in Greiz.
In Greiz hat man dann Anfang 2024 eine Karte mit quasi den maximal möglich denkbaren Beschränkungen gemacht. Damit konnte man dann mal nicht mal im benachbarten Gera einkaufen, sondern nur im ländlichen Raum. Man hat auch dafür gesorgt, dass irgendwie die Anweisung war, selbst wenn die Leute ihr Pfand zurückbringen, bekommen sie dann die 30 Cent irgendwie nicht in bar ausgezahlt, sondern wird auf die Karte zurückgebucht. Und dann hatte man eben auch das Problem, dass Menschen, die vielleicht aus anderen Ländern kommen und irgendwie andere Lebensmittel versuchen zu kaufen, die sie aus ihren Herkunftsländern kennen, das einfach auch nicht tun konnten, weil sie nicht damit in größere Städte konnten, wo es diese Lebensmittel gibt. Und das hat dann die damalige Landrätin als großen Erfolg verbucht, weil anscheinend nach einem Monat ein paar der Leute zum Aufladen der Karte nicht mehr aufgetaucht seien, was sie dann so verkauft hat, als wären die ausgereist und als hätte man damit seine ekelhaften Ziele erreicht, was sich auch nicht nachweisen lässt, aber man kann es ja mal versuchen. Dann, nachdem das in Greiz schon lief, gab es dann mal die bundesweiten Anforderungen und da wurden so die Beschränkungen, die bundesweit geplant sind, so ein bisschen deutlich. Das heißt, man wusste dann, okay, es soll mit dieser Karte nicht möglich sein, Dinge zu überweisen. Und wenn wir uns mal irgendwie kurz in unser eigenes Leben reinversetzen und uns überlegen, okay, was überweisen wir denn ständig, dann ist das eigentlich schon eine ganze Menge. Und wenn wir uns dann noch überlegen, okay, welche dieser Dinge, die man so überweist oder die so über Bankeinzug und solche Dinge laufen, lassen sich dann nicht vermeiden, dann landen wir immer noch bei einer ganzen Menge, weil dann landen wir bei so Sachen wie einer Bahncard, dann landen wir irgendwie bei so Sachen wie Mitgliedschaften in Sportvereinen, dann landen wir aber auch bei Dingen wie, ich brauche mal irgendwie einen Anwalt. Und wenn ich gerade eine geflüchtete Person in einem Asylverfahren bin, dann brauche ich vielleicht auch gerade mal einen Anwalt. Und da wurde schon deutlich, dass so dieser Weg weg von, okay, wir entlasten die Verwaltung und sparen denen das Bargeldhandling hin zu, okay, wir nutzen das wirklich, um den Leuten das Leben möglichst schwer zu machen. Das hat aber noch nicht gereicht und dann ging die Diskussion über das Bargeldlimit los, weil einige gesagt hatten, unter anderem Markus Söder, bei uns soll die härteste Karte aller Karten kommen und die anderen haben sich gedacht, Mensch, da lassen wir den Söder nicht alleine mit und wir einigen uns dann eben im Juni darauf, dass wir ein bundesweites Bargeldlimit festlegen von 50 Euro für jede volljährige Person. Das heißt, die Situation ist, die Menschen bekommen Geld auf diese Karte, im Fall der Unterkünfte ungefähr 200 Euro und davon können sie dann monatlich 50 Euro für eine volljährige Person abheben. Da steht volljährige Person, dann fragt man sich, okay, was ist denn mit Kindern und nicht volljährigen Personen? Da ist die Situation uneinheitlich. Was momentan so passiert ist, dass man teilweise für Kinder so 10 bis 20 Euro nochmal extra abheben kann. Was ich besonders fies finde, weil man ja eigentlich gerade für Kinder und Jugendliche besonders viel Bargeld braucht, wenn wir darüber nachdenken, okay, man muss in der Schule mal ein Kopiergeld zahlen, man muss vielleicht irgendwie für Schulausflüge den Menschen oder den Kindern irgendein Taschengeld mit in die Hand geben und all das sind dann quasi Dinge, die nicht mehr funktionieren. Es sind glücklicherweise so im Lauf der ganzen Zeit auch Menschen darauf aufmerksam geworden, die gesagt haben, okay, das geht gar nicht, das greifen wir rechtlich an. Und das hat glücklicherweise auch im Juli 2024, nachdem dieses Bargeldlimit bundesweit, nachdem man sich bundesweit auf dieses Bargeldlimit geeinigt hatte, wurde für den einen Fall in Hamburg gesagt vom Sozialgericht in einer Eilentscheidung, so ein pauschales Bargeldlimit ist unzulässig. Das Ganze ist noch nicht die Entscheidung im Hauptsacheverfahren, das ist die Entscheidung per Eilentscheidung, weil es eben darum ging, ich meine, wir wissen, Gerichtsverfahren können eine Weile dauern, aber da ging es eben um eine betroffene Familie mit schon vorhandenen Kindern und einer Person, der Frau der Familie, die schwanger war, wo klar war, okay, diese Personen können ihr Existenzminimum nicht mehr darüber decken, dass sie 50 Euro Bargeld haben, weil man ja beispielsweise auch für so Zusatzleistungen wie Ultraschalls bei Gynäkologinnen ja nochmal extra Geld bezahlt, was man meistens eben nicht ohne Bargeld machen kann. Spannenderweise dann wenige Tage später beim Hamburger Landessozialgericht gab es dann eine andere Entscheidung, wo es irgendwie hieß, okay, Bargeld, wo dann die entsprechende Presse wie Welt und so getitelt haben, Bargeldlimits sind doch okay. Stimmt aber auch nicht, sondern es ging in dem Fall darum, dass sie gesagt haben, es ist keine Eilentscheidung notwendig. Da ging es nämlich um eine alleinstehende Person,
die sich dagegen gewandt hat, mit Hilfe von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Pro Asyl, und wo dann das Gericht gesagt hat, wir machen keine Eilentscheidung, weil es ist nicht so dringend, weil diese alleinstehende Person jetzt nicht im Gegensatz zum Beispiel zu der Familie mit der schwangeren Frau irgendwie unbedingt jetzt sofort eine Entscheidung braucht, sondern wir können da eben den ganz normalen Weg des Gerichtsverfahrens gehen, der ein paar Monate dauern kann. Währenddessen lief die bundesweite Ausschreibung und lief und lief und lief, und eigentlich wollte man ja damals proklamiert im Sommer damit anfangen, das irgendwie deutschlandweit auszurollen. Und dann ist das passiert, was absehbar war. Es haben sich so, ich glaube in der zweiten Runde waren noch so 12 Anbieter, die im Verfahren waren. Dann hat sich die Vergabestelle Dataport in Schleswig-Holstein dafür entschieden, an wen sie denn vergeben möchte. Und dann hat einer der unterlegenen Teilnehmer an diesem Vergabeverfahren eben eine Beschwerde eingereicht und damit konnte die Vergabe nicht passieren. Das heißt, klar, es geht um sehr viel Geld und klar, die Anbieter haben natürlich ein Interesse daran, diese Ausschreibung zu gewinnen, und dementsprechend versuchen die Anbieter noch irgendeine Chance zu haben und legen da Widersprüche und Beschwerden ein. Währenddessen haben sie aber, das ist hier so eine Werbeanzeige im Behördenspiegel von einem der Anbieter mit Starten statt Warten, währenddessen versuchen sie aber immer mehr, sich direkt an die Kommunen zu richten, die ja auch in der Zwischenzeit teilweise schon Bezahlkarten eingeführt haben. Das heißt, eigentlich war mal die Idee, okay, wir machen das bundesweit einheitlich. Dann haben am Anfang schon Mecklenburg-Vorpommern und Bayern gesagt, nee, wir machen unser eigenes Ding. Und während die bundesweite Ausschreibung für die restlichen 14 Bundesländer lief, haben dann viele Kommunen gesagt, wir führen das irgendwie trotzdem ein und machen dann Verträge mit einzelnen Anbietern, totaler Wildwuchs, und das Ganze befeuert von den entsprechenden Anbietern, die mit solchen schönen Beiträgen in Medien, die von, wie nennen sie es selber, Entscheidungsträgern auf kommunaler Ebene viel gelesen werden, irgendwelche Werbung schalten, dass die Leute eben an der Bundesausschreibung vorbei ihre Karten vergeben sollen. So, die Frage ist, was ist aktueller Stand? Es gab eine weitere Beschwerde und gerade am letzten Freitag hat dann das Oberlandesgericht Karlsruhe, das dann die zuständige Vergabekammer ist, gesagt, okay, die zweite Beschwerde bearbeiten wir zwar noch, der Verhandlungstermin dafür ist am 18. Oktober, das heißt auch relativ bald, aber die aufschiebende Wirkung dieser Beschwerde gilt nicht mehr. Was heißt das jetzt für die Situation, die wir in Deutschland haben? Das heißt, dass seit Freitag die Bundesländer trotz der laufenden Beschwerde theoretisch den Auftrag an den bevorzugten Bieter vergeben können. Und damit theoretisch der Weg für diese bundesweit einheitliche Bezahlkarte frei wäre. Spannenderweise hat einer der unterlegenen Bieter ein Problem in dieser Ausschreibung und in der Vergabe gefunden, das nämlich sagt, okay, es gibt jetzt zwar eine Berechtigung für die Bundesländer, das abzurufen, aber die, die es eigentlich einführen, das sind ja die Kommunen, das heißt irgendwie so die Städte und irgendwie so Kreise wie irgendwie in Greiz und Co. Aber dafür gibt es überhaupt keine Berechtigung im Rahmen dieses Ausschreibungsverfahrens. Das heißt, jetzt wird weiter wahrscheinlich absehbar angegriffen, ob es überhaupt eine Berechtigung gibt, für die Kommunen und Städte und so aus diesen Rahmenverträgen Bezahlkarten abzurufen. Und ich glaube, der ganze Rechtsstreit, wenn dann am 18. vielleicht eine Entscheidung oder nach dem 18. Oktober eine Entscheidung in diesem ganzen Vergabeverfahren fällt, wird noch eine ganze Weile weitergehen. Sowohl auf dieser formalen vergaberechtlichen Seite als auch auf der Seite, ob diese Limits zulässig sind oder nicht, wobei wir durch die Eilentscheidung eigentlich schon davon ausgehen können, dass auch Gerichte zum Urteil kommen werden, dass so ein pauschales Limit nicht zulässig ist. Und wenn man dann noch weiter festhalten will an solchen Bezahlkarten, heißt das ganz konkret, dass man für den Einzelfall entscheiden müsste, wie viel Bargeld sollen die Leute denn abrufen können. Und dann muss man dann gucken, okay, ne, wie sind die Lebensumstände dieser Person, welche Krankheiten hat sie, welchen Familienstatus hat sie und so weiter und so fort. Und dann können wir uns, glaube ich, die proklamierte Entlastung der Verwaltung ziemlich in die Haare schmieren. Abgesehen von diesem ganzen juristischen Ärger gibt die Bezahlkarte auch ganz, ganz viel Ärger. Zum Beispiel auch hier in Dresden, weil man dann irgendwie als CDU mit der AfD zusammen irgendwelche Anträge irgendwie abstimmt und sich dann irgendwann Friedrich Merz einschaltet. Und zu ganz vielen komischen Streits, verschwendeter Energie und Peinlichkeiten
für eigentlich nichts. Vielleicht auch für euch interessant, Pro Asyl und die GFF haben ja diese ganzen Verfahren angestrebt mit den Entscheidungen unter anderem in Hamburg. Es gibt aber auch zwei Verfahren, die vor dem Sozialgericht in Chemnitz laufen, die noch nicht entschieden sind. Da geht es um zwei sehr unterschiedliche Fälle. Da geht es um einen Menschen, der seit 7 Jahren in Deutschland ist und in einer eigenen Wohnung lebt. Das heißt, ein Fall, wo man eigentlich sagt, okay, diese ganzen Anfangs-Asylbewerberleistungen treffen auf diese Person nicht mehr zu. Die Person hat trotzdem eine Bezahlkarte und soll damit irgendwie ihr Leben managen. Und da die Person nicht überweisen kann, kann die Person ihren Strom nicht mehr bezahlen. Und eigentlich wurde gesagt, okay, für bestimmte Empfänger von Überweisungen soll es dann sogenannte Erlaubnislisten geben, in denen dann gesagt wird, beispielsweise Überweisungen an die Deutsche Bahn sind zulässig oder Überweisungen an Anwältinnen sind zulässig oder vielleicht sinnigerweise auch Überweisungen an Stromanbieter sind zulässig. Aber das zuständige Landratsamt weigert sich in diesem Fall, diese Überweisungen freizuschalten und die Person wartet jetzt, glaube ich, einfach darauf, dass ihr der Strom abgestellt wird. Aber das Sozialgericht in Chemnitz hat das noch nicht entschieden. Dann gibt es ein weiteres Verfahren, das auch in Chemnitz ist. Da geht es um eine Familie und die Behörden haben dieser Familie, die aus 5 Personen besteht, eine einzelne Bezahlkarte ausgegeben und gesagt, okay, ihr müsst jetzt euren Lebensunterhalt mit dieser einzelnen Bezahlkarte decken, was dann eben dazu führt, dass die Personen nicht unabhängig voneinander Besorgungen erledigen können und ja, eigentlich ihr Leben bestreiten können. Da hat die Behörde mittlerweile leicht eingelenkt und denen eine weitere Karte gegeben, aber der Betrag, den sie dann zur Verfügung haben, ist eben weiterhin so niedrig, dass es nicht realistisch ist, damit irgendwie sinnvoll zu leben. Dann stellt man sich die Frage, okay, was macht man denn jetzt? Und ich finde diese ganze Bezahlkartennummer und dieses Scheitern auf einer juristischen und formalen Ebene der bundesweiten Ausschreibung und diese komplette Going-Wild-Situation in den Kommunen, die ist erstmal irgendwie scheiße, weil man dann plötzlich ganz viele verschiedene Stellen hat, an denen man das bekämpfen muss. Die kann aber auch, zumindest wenn man sich vor Ort engagieren will, gar nicht so schlecht sein, weil Kommunen natürlich irgendwie ansprechbar sind für euch. Und deshalb wäre, glaube ich, mein Wunsch und meine Hoffnung, sprecht mit euren Kommunen und erklärt ihnen, warum das eine Kackidee ist. Das heißt, selbst wenn eine bundesweite Bezahlkarte kommt, es gibt keine Pflicht, die einzuführen. So, das heißt, ne, die Kommunen können das irgendwie immer noch selber in ihrer Hoheit entscheiden und müssen den Quatsch nicht ausgeben. Und wenn man irgendwie nach Argumenten sucht, warum das irgendwie großer Quatsch ist, dann kann man denen natürlich erstmal erzählen, okay, ne, Bezahlkarten bedrohen das Existenzminimum der Personen, weil dadurch, dass sie nicht mehr frei über Bargeld verfügen können, sondern diese beschränkten Beträge haben, sind ihnen viele Möglichkeiten verwehrt, günstigere Dinge einzukaufen. Das heißt, sie können sich dann nicht mal irgendwie auf dem Flohmarkt ein billiges Klapperrad holen, mit dem sie durch die Gegend kommen. Sie können dann eben keine Anwältin mehr bezahlen. Sie können viele Dinge auch nicht mehr günstig im Internet kaufen, weil sie können ja nichts überweisen. Das heißt, sie müssen dann in einen teureren Einzelhandel gehen und wenn sie im ländlicheren Raum wohnen und nicht gerade in der großen Stadt, dann können sie eigentlich gar nichts mehr. Bezahlkarten grenzen auch aus, wenn ich beispielsweise nicht mehr im Sportverein Mitglied sein kann, weil ich meine Mitgliedsbeiträge nicht mehr überweisen kann und erschweren dadurch eben auch Integration und Teilhabe. Das heißt, ich verwehre den Menschen den Zugang in eine Gesellschaft, den sie vielleicht hätten, zumindest in den begrenzten Mitteln, weil es eh schon schwer genug ist mit so wenig Geld und den ganzen Auflagen, die die Menschen haben, mache ich es ihnen eben noch schwerer, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Und außerdem, was vielleicht manche Behördenvertreterinnen besser verstehen als diese Grundrechtsargumente, es ist einfach schweineteuer und aufwendig, weil eben die Situation nicht ist, dass man einfach automatisiert das Geld jeden Monat auf die Karte tut und die Leute dann nicht mehr zum Amt müssen, sondern weil die Realität eben anders aussieht, weil Überweisungen einzeln freigeschaltet werden müssen, wenn sie es denn werden. Und damit wird es eben auch teuer für die Kommunen und sie sind einfach wirklich, wirklich sinnlos. Das heißt, man erreicht die Ziele damit, egal welche Ziele es denn sein mögen, auch die Ziele, die irgendwelche Menschen haben, die irgendwie den ganzen Rechtspopulismus gefressen haben, man erreicht damit überhaupt keine Ziele. Das heißt, es ist wirklich ein komplett sinnloses Unterfangen. Abgesehen von sprecht mit euren Kommunen, würde ich sagen, seid solidarisch. Es gibt mehrere Initiativen, die sozial, also diese
na Quatsch, die Bezahlkarten in Bargeld tauschen, dadurch, dass eben Menschen die Bezahlkarten haben, damit Gutscheine kaufen für größere Supermarktketten oder Drogerieketten und man dann quasi den Menschen diese Gutscheine abkauft für Bargeld. Die holen zum Beispiel, weiß ich nicht, einen 50-Euro Drogeriegutschein. Man gibt denen 50 € Bargeld. Das sind Dinge, die in mehreren Städten laufen, zum Beispiel in Hamburg ganz früh und in München, mittlerweile aber auch in Kiel und in anderen. Und das zeigt nochmal, wie sinnlos das eigentlich ist, weil man selbst diese räudigen, repressiven Ziele damit nicht erreichen kann, mit denen man das Ganze im aktuellen populistischen Stimmungsbild noch irgendwie rechtfertigen wollte. Genau, und ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, auch den Druck aufrechtzuerhalten. Das ist so ein Prozess, der zieht sich Ewigkeiten und irgendwie vergisst man das, weil irgendwie durch dieses tolle Sicherheitspaket, das die Ampel irgendwie vorgestellt hat, schon die nächste Ladung an Scheiße irgendwie auf uns zugekommen ist. Aber ich glaube, wir dürfen trotz diesem ganzen Riesenmist und diesem ganzen Kram, der noch über einen ranrollt und diese ganzen scheiß irgendwie Abschiebeknäste, wo die Leute dann irgendwie auf Wasser und Brot gesetzt werden, weil sie gar keine Sozialleistungen mehr kriegen sollen, dürfen wir nicht vergessen, was quasi sonst noch so vorher passiert ist. Das heißt, es ist eine Menge irgendwie an Mist aufzuräumen und eine Menge an Mist zu bekämpfen. Aber ich glaube, gerade für so Dinge, die auch im kommunalen Raum stattfinden oder in unserem Nahfeld, darf man nicht die Aufmerksamkeit verlieren. Und ich glaube, Menschen, die zum Beispiel hier in Kiel auch Demos dagegen organisieren, irgendwie zeigen ganz gut, auch dass man vielleicht nicht überall so scheiße ist. Einen Satz, den ich euch zum Ende mitgeben will: Es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2012, die eigentlich zeigt, wie grundgesetzwidrig diese ganze Nummer ist, vor allem mit der ganzen Argumentation, weil wir wollen Menschen davon abhalten, nach Deutschland zu kommen. Es hat nämlich 2012 zu den nicht erfolgten Leistungsanpassungen im Asylbewerberleistungsgesetz, das eigentlich an sich schon ein ganz großer Haufen Schwierigkeiten ist, gesagt, dass man die Menschenwürde nicht aus migrationspolitischen Gründen relativieren kann. Das heißt, weil ich mich jetzt irgendwie als der große Law-and-Order-Politiker oder als jetzt irgendwie die rechten Umarmen der Politiker irgendwie profilieren will, das ist auf keinen Fall und niemals ein Grund, um in irgendeiner Art und Weise die Menschenwürde zu beeinträchtigen. Und damit würde ich sagen, dass diese ganze Bezahlkartennummer hoffentlich bald irgendwann spätestens durch Gerichte, im besten Fall durch Einsicht, wobei die Hoffnung ja nicht so groß ist, weg ist. Genau, also tut irgendwas. Ich glaube, es gibt irgendwie potenziell viele kleine Sachen, die man tun kann. Schaut, dass es irgendwie solidarische Initiativen nicht nur in den großen Städten gibt, sondern vielleicht auch auf den Dörfern, wo man den Menschen damit helfen kann, dass sie ein bisschen mehr Bargeld in die Hand haben und versucht, das Ganze auch an der Wurzel anzugreifen. Das war's von mir. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Anna. Es tut mir leid, dass ich dir so auch ein bisschen Zeit mitgeklaut habe jetzt für die Fragen. Aber du warst ja trotzdem top in time. Ja, vor allen Dingen die Conclusio, was tun? Ja, wie wir halt wieder hier alle eigentlich stehen und alle Vorträge ein bisschen unter dem Motto sind. Habt ihr vielleicht trotzdem vielleicht so noch ein, zwei Fragen an Anna, bevor ich sie doch dann... Ja, viele, okay. Wir schaffen das. Du, oh, danke. Ich trinke auch noch eine Mate im Hof, also ich lauf nicht sofort weg. Ah, das ist lieb, ja. Weil ich glaube, da gibt es viele Fragen, weil es ist halt so ein echt schlimmes Dauerthema. So. Allererst danke für deinen Vortrag, deinen Einblick. Ich bin hier hinten, ist auch nicht so wichtig für die Frage. Ich höre hier vorne nichts. Hallo, Test. Ja, jetzt besser. So, zuallererst vielen Dank. Meine Frage wäre, ob es denn die Kommunen die Sozialleistungen auch auf Basiskonten überweisen würden? Ob sie das machen können? Ja. Ja, das passiert auch oder das passiert teilweise auch. Das heißt, sie können natürlich sich entscheiden, die Dinge auf ein Konto zu überweisen, aber nicht alle Menschen haben schon ein Konto. Das heißt, das ist der Weg, der aus meiner Sicht vorzuziehen ist. Das heißt, sobald eine Person irgendwie ein Konto hat, dann überweise ich da Geld drauf und dann kann die Person damit tun, was sie will, im Rahmen eben des begrenzten Geldes. Das passiert, ist aber das Hindernis, dass Menschen, gerade wenn sie frisch in Deutschland angekommen sind, noch kein Konto haben und dass ich dann trotzdem erstmal Bargeld auszahlen muss. Und gerade für diesen Übergangszeitraum, das heißt für diese paar Wochen, bis man dann diese ganzen Banksachen gemacht hat und irgendwie dieses Basiskonto eröffnet hat,
kann es eine Möglichkeit sein, Leuten solche Karten zu geben, um sich dieses Geldhandling zu sparen. So, man kann aber auch sagen, okay, dann so lange zahlen wir den Leuten halt irgendwie das Bargeld aus. Das ist irgendwie eine relativ überschaubare Personengruppe. Was aber ganz wichtig ist dafür, diese Basiskonto-Geschichte hat in Deutschland ein riesiges Problem, nämlich die Gebühren für Basiskonten sind in Deutschland nicht gedeckelt. Wir haben die Situation, dass man so ein Konto einer Person nicht verwehren kann. Das heißt, dass auch Menschen irgendwie mit einem beschissenen Schufa-Eintrag das kriegen müssen, solange sie noch kein anderes haben, aber die Banken können relativ frei die Gebühren festlegen und es gibt Banken, die dann sagen, wir wollen für so ein Basiskonto eine jährliche Gebühr von 300 Euro. So. Das ist komplett absurd. So, das heißt, es führt irgendwie den ganzen Sinn und Zweck des Ganzen ad absurdum und dementsprechend könnte man eigentlich eine positive Forderung formulieren, wenn das politische Klima dafür irgendwie Hoffnung machen würde, zu sagen, so okay, damit die Leute so ein Basiskonto überhaupt haben können oder sich leisten können, ihr müsst diese Gebühren deckeln. Das passiert in anderen Ländern. Ich glaube, in Österreich zum Beispiel ist es so, dass gesagt wird, die Maximalgebühren für ein Basiskonto sind, glaube ich, 40 oder 80 Euro. Sowas brauchen wir unbedingt auch hier. Und das würde dann Geflüchteten helfen. Das würde aber auch den anderen Menschen helfen, die so ein Basiskonto brauchen, weil sie kein vollwertiges, in Anführungszeichen, Konto mehr bekommen. Schaffen wir noch eine Frage vielleicht? Ich glaube, eine kriegen wir noch und dann ist Anna ja zum Glück noch da. Ja, ich denke, ein einziges Ziel hast du nicht erwähnt, es wird erreicht. Man kann den starken Max an den Stammtischen machen. Ich glaube, das ist die Hauptfunktion von solchen Repressionsmaßnahmen. Die werden emotional begründet und verkauft und deswegen sind die rational auch gar nicht angreifbar. Das ist völlig wurscht, wie teuer das ist oder wie beschissen das läuft. Man sieht aus, als wäre man der starke Max. Ja, aber ich finde, selbst da muss man, also hast vollkommen recht, so, das machen Leute ja auch, aber selbst da muss man und kann man tatsächlich in dem Fall ja auch gegen argumentieren. Es gab beispielsweise, als die Leute angefangen haben, in München die Sachen zu tauschen, gab es dann so einen Shitstorm auf irgendwie Ex-Twitter von den entsprechenden Rechten, die dann gesagt haben, so, warum macht denn der Staat da gerade nicht? So, die müsst ihr mal denen aufs Maul hauen und so. Und dann hat sich irgendwie dadurch, dass es so viele Leute waren, dann die Polizei München irgendwie bemüßigt, irgendwie eine Aussage der Staatsanwaltschaft einzuholen, die dann gesagt hat, naja, das können wir aber rechtlich überhaupt nicht unterbinden. Das ist okay, dass die Leute diese Sachen tauschen. Und dann einfach mal zu sagen, so selbst in deinem komischen, populistischen, irgendwie rechten Gehirn, wo du dich da irgendwie als irgendwie starker Max ausspielst, das kann man total leicht irgendwie umgehen. So, das ist totaler Bullshit. Das heißt, selbst irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie mich in diese Position reinversetze, was mir schwerfällt, selbst dann ist total Quatsch einfach. Also es hilft, helfen eh nicht, aber es tut nichts für niemand. Das ist auch irgendwie gar kein so schlechtes Schlusswort zu Bezahlkarten. Anna, ich danke dir ganz doll für deinen Entschuldigung. Genau, ich will gar keine Frage stellen, ich will nur Werbung machen. Am Dienst, na gut, dann machen wir noch eine. Genau, wir müssen noch umbauen. Am Dienstag, dem 24. September, ist 19 Uhr am AZ Conny ein Treffen zu dem Thema, um sich in Dresden zu organisieren, wie wir das flächendeckend angehen können. Genau, die Karten abzunehmen, Geld auszutauschen etc. Kommt da gern hin, 19 Uhr am Dienstag, AZ Conny. Mega gut. Danke für den Hinweis, cool. Ja, dann danke dafür und danke für dich. Danke.